Das nächste Thema und nächster Tag unserer Challenge ist das Thema Buntkontrast. Das Buntkontrast können wir ja auch weiterhin mit unseren drei Primärfarben herstellen. Und Buntkontrast, das sagt schon der Name, kann sehr bunt sein, sehr schrill sein. Buntkontrast besteht meistens aus drei von den verschiedenen Farben und deren Mischungen, wobei eine von diesen Farben meistens dominant ist. Ich nehme mal hier meine Farben, die ich hier hatte, und werde versuchen, ein wunderschönes Buntkontrast zu machen, indem ich mich entscheide für das tolle Magenta. Ich habe jetzt gerade eine Vorliebe für Magenta. So, schaut mal, ist das nicht wunderbare Farbe? Und dann nehme ich das Blau. Und schon an sich ist die Farbe sehr, beide Farben, die nebeneinander gesetzt sind, bilden einen sehr starken Farbkontrast und können natürlich auch sehr schnell sehr laut wirken. Und das kann man natürlich ein bisschen abschwächen, indem man sagt, okay, ich nehme jetzt zu diesem Magenta, nehme ich ein bisschen Gelb dazu und schwäche teilweise die Magenta ab. Ja? Aber als solches, bisschen Wasser dazu. Als solches ist das schon ein sehr starker Farbkontrast. Ja? Diese Magenta hier überwiegt immer noch und ist nach wie vor sehr stark. Und diese ganze Farbkombination wirkt sehr schrill. Manche Werbung benutzt solche Farben. Natürlich meistens ja immer noch in dem Komplementärkontrast, wobei das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Das ist jetzt aber auch gleichzeitig die nächste Aufgabe. Ich hätte ganz gerne von euch auch aus diesen drei schönen Farben, den drei Primärfarben, hätte ich ganz gerne von euch eine schrille Mischung. Also eine laute, bunte Farbmischung, einen lauten, bunten Farbkontrast. Traut euch, macht Spaß, es befreit. Schaut mal, jetzt das nehme ich jetzt ein bisschen hier weg und schon wird es nicht so schrill, aber ist immer noch sehr laut. Wobei jetzt ist Frühling, also die Farben tun uns bestimmt sehr gut. So. Das wäre unsere nächste.